Beispiel sein. Wir beginnen auch sofort. In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich jetzt so, wie ich noch niemals war. Ich versuche mal heute ein bisschen lauter zu reden. Letztes Mal war ja Dina am Schlafen, deswegen konnte ich nicht so laut sprechen. Aber jetzt ist sie wach und die kochen jetzt mit dem Papa zusammen drin und das passt dann. So, der Adventskalender ist recht klein, im Gegensatz zu denen, die ich bis jetzt aufgemacht habe. Und ich würde sagen, wir starten sofort mit der Nummer 1. Die ist hier unten. Was haben wir da drin? Da bin ich mal gespannt. Ich liebe wirklich die Trended Up Produkte, deswegen dachte ich mir, hier kannst du keinen Fehler machen. Und hier ist ein Nagellack drin von Trended Up. Okay, der ist jetzt ein bisschen schwer rauszuholen. So, von unten geht's. Und zwar Trended Up Triple Magic Coat. Achso, das ist ein Coat über den Nagellack. Das ist gut, das ist sehr gut. Das kann man immer gebrauchen. Das ist einmal der hier. Dann machen wir direkt weiter mit der Nummer 2. So, der ist hier. Noch ein Nagellack. Jetzt kommt meine Kleine rein. Ja, ich muss schon kurz raus. Warte. Tut mir leid, Leute, Lina hat gerade mich unterbrochen, sorry. Und zwar in der Nummer 2 ist auch ein Nagellack drin von Trended Up. Und die Farbe gefällt mir ganz gut. Das ist jetzt die 060. Genau, Double Volume in Shine Nail Polish. Einmal das. Die Farbe finde ich sehr, sehr schön. Das ist so eine richtige Sommerfarbe. Kann man natürlich auch jetzt tragen. So, ihr Lieben, jetzt machen wir weiter mit der Nummer 3. So, wo ist die Nummer 3? Ach, hier. In der Mitte. Okay. Hier ist auch ein Nagellack drin. Und zwar Ultimate Long Lasting Top Coat. Noch ein Top Coat. Der ist ein bisschen flüssiger, muss ich ehrlich zugeben. Und zwar ist das der hier. So, also bis jetzt haben wir 3 Nagellacke. Jetzt machen wir weiter mit der Nummer 4. Also jetzt langsam muss was anderes kommen. Oder? So, die Nummer 4. Ach, endlich ein Lippenstift. Und zwar ist das der, Moment. Die Farbe steht mir gar nicht, aber egal. Und zwar ist das die 200 Shiny. High Shine heißt das. Diese Farben stehen mir gar nicht. Das heißt, das kommt in eines der Verlosungsvideos im Dezember. Und zwar ist das der. Eine sehr, sehr schöne Farbe, aber mir stehen solche Farben leider nicht. Aber egal. Das ist nicht schlimm. Dann die Nummer 5. Das ist was Längliches. Bestimmt ein Lip Liner oder so, oder? Genau. Die sind echt schwer rauszuholen, muss ich ehrlich zugeben. Oh scheiße, ich muss jetzt diesen Adventskalender aufreißen. So. Und zwar ist das der Trended Up Lip Liner, die Nummer 200. Und hier ist ein Spitzer. Cool, hier ist sogar ein Spitzer mit bei. Wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall ist das der hier. Das ist genau die Farbe, denke ich mal. So. Dann die Nummer 6. Nikolaus, jetzt erwarte ich aber was Schönes. Nummer 6. Wo bist du? Ach, da oben. Da oben hast du dich versteckt. Also die Türen, muss ich ehrlich sagen, sind schwer aufzumachen. Also bis jetzt war das jetzt das Schwierigste. Ah, okay, hier steht Tesla drauf. Make-up Profession Base. Ach, das ist eine Base für unters Make-up. Hier steht jetzt Tesla drauf. Ich denke mal, damit man das testen kann. Und wenn es dann gut ist, kann man es nachkaufen. Ich hoffe,
hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Genau, der hier. Dann die Nummer 7. Hier haben wir auch einen Tester. Ich habe Angst, dass ich diesen Adventskalender kaputt mache am Ende. So, das ist der Sheer Nude Make-Up, die 030 Tester. Ich bin gespannt, ob es mir steht. Ich bin ja jetzt nicht so dunkel vom Typ her. Aber Tester steht hier drauf. So, dann haben wir hier die Nummer 8. Die ist groß, muss ich sagen. Ach, cool. Ein Powder Blush von Trinidad. Und zwar ist das so aprikosfarbig. Das ist die 010. Und zwar ist das hier. Genau. Die Farbe sieht sehr, sehr schön aus. Ich werde das gleich mal morgen testen. Dann einmal die 09. Ein Nagellack, 3 in 1. Moment. Und zwar Trended Up 3 in 1 Nail Brighter. Optisch aufhellende Nail Brighter mit Anti-Gelb-Effekt und härtendem Hexa 3 Komplex verleiht einen ausreichenden, ebenmäßigen Schutzfilm. Ein- bis zweimal auf den Nagel auftragen. Und zwar ist das der hier. So, dann machen wir weiter mit der 10. So, jetzt bin ich gespannt. Noch ein Nagellack. Das ist einmal die 030 Nail Polish. Einmal die Farbe. Die Farbe ist, finde ich, passend. Die passt perfekt zum Herbst, zum Winter. Die Farbe gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir einmal die 11. Und wenn ihr meine Nagellacksammlung gesehen habt, Leute, dann wisst ihr, ich habe sehr viel Nagellack. Ach, das ist auch schön. Moment. So, und zwar ist das eine A-Shadow, die 010. Ich zeige euch jetzt mal, das ist so ein Braunton mit Glitzereffekt. Der hier. Ich finde den sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Dann die 12. 12 ist hier, ist glaube ich auch ein Lip Liner wieder, oder? Ich sag's euch, Leute, ne? Die Dinger sind echt schwer rauszubekommen. Scheiße. Scheiße, scheiße. Ich benutze mal das hier als Hilfe. Aber ihr habt es gehört, es ist echt schwer. Und zwar ist das hier ein Contour and Glide Kajal. Das ist so grünlich. Und ja, eine sehr, sehr schöne Farbe. Perfekt zu Weihnachten, finde ich. Für die Weihnachtsfeste. Das ist die 060. Für die, die es wissen wollen. Dann machen wir die Nummer 13 auf. Übrigens habe ich mir noch gar kein Video von einem Trended Up Kalender angeschaut, weil ich selber wissen wollte, was drin ist. Auch das gefällt mir auch gut. Jetzt nehme ich mal hier den Stift dafür. Und zwar ist das Ultra Black 2 in 1 Eyeliner WP. Ich liebe solche Eyeliner total. Ich habe den ja auch selber von Essence. Ich bin mal gespannt, wie der hier jetzt ist. Das gefällt mir auch sehr gut. Also bis jetzt gefällt mir der Adventskalender sehr, sehr gut. So, das war jetzt die 13, die 14 machen wir auf. Ich glaube, hier ist ein Lippenstift. Ja, ein matter Lippenstift. Welche Nummer ist das? Die 430. Das gibt's nicht, den habe ich zu Hause. Egal, und zwar ist das der hier. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Also, die wird definitiv auch verlost. So, dann die Nummer 15. 15, wo bist du? Hier. Okay, ist auch ein länglicher. Ach, das ist schön. Das gefällt mir sehr gut. Das ist ein Lip Liner. Ich sag's euch, Leute, es ist sehr schwer, die Sachen hier rauszukriegen.
Und zwar ist das so ein dunkles Rot, die 430. Das ist so ein Kaminrot, finde ich. Und der gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Früher habe ich immer nur Lip Liner getragen und den ein bisschen so verschmiert. Und das sah sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt so oft sehr, sehr gut gesagt. Tut mir leid. Dann haben wir hier einen Nagellack. Und zwar Active Cutic Remover. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch ausgesprochen. Intensiver Nagelhautentferner. Zweimal. Einmal wöchentlich auftragen. Okay. Und zwar ist das der hier. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird es eng. Also, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Jetzt mache ich hier Nummer 17 mal auf. Auch ein Nagellack, ein lilaner. Der passt auch perfekt zu Weihnachten, finde ich. Ich habe noch gar keinen lilanen Nagellack. Und zwar ist das der. Das ist die 080. Dann machen wir weiter mit der Nummer 18. 18, wo bist du? Hier, an der Seite. Noch ein Nagellack, Leute, ich sag's euch. Und zwar ist das Double Volume in Shine Nail Polish, die 120. Das ist so ein Braun, passt auch perfekt für den Herbst jetzt, finde ich. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Die Farbe habe ich auch, das wird auch verlost. Ich sag euch auf jeden Fall Bescheid, wenn die Verlosung anfängt. So, dann haben wir hier noch eine Eyeshadow. Die Sachen sind so schwer rausgekommen hier. Und zwar ist das ein Braun, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich liebe so Brauntöne total. Das ist jetzt die 067. Einmal der hier. Weiter geht's mit der 20. Ist auch was Längliches wieder. Ups. das ist die 020. Ein Kajal im Braun. Das ist einmal der hier. So, jetzt die letzten vier Türchen. Ich bin gespannt. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr den Kalender bis jetzt findet. Ich finde den ganz, ganz gut. Also lohnt sich auf jeden Fall. Der kostet 28 Euro, glaube ich. Dann haben wir hier einen Brow Gel Filler. Waterproof. Den werde ich definitiv verlosen, weil, wie ihr wisst, male ich meine Augenbrauen nicht. Das ist einmal der hier. Jetzt habe ich das abgerissen. So, dann die 22. Hier haben wir ein Make-up. Matte Beauty Perfection Make-up, die 010. Vielleicht würde das hier bei mir klappen. Mal schauen, ich bin gespannt. Dann die 23, die ist hier. Noch ein Nagellack. Das ist auch so eine Sommerfarbe, finde ich. Perfekt fürs Meer. Das ist so ein Blau-Türkis, finde ich. Das ist die 160. Und auch eine sehr, sehr schöne, deckende Farbe, so wie es ausschaut. So, jetzt kommt die Nummer 24. Wo bist du? Ach, hier. Was ist das? Eine Mascara von Trended Up. So, das ist jetzt noch das Letzte. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe noch nie eine Trended Up Mascara benutzt. Die ist schwarz und sieht so aus. Sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus. Also sehr gut aus, meine ich. Und ich bin gespannt, wie die ist. Ich benutze ja immer die von Essence und Extreme, keine Ahnung was, das Pinke mit der schwarzen Schrift. So Leute, das war das Adventskalender. Ich bin sehr, sehr zufrieden, ehrlich bis jetzt. Über die Hälfte wird sehr wahrscheinlich verlost. Ihr wisst, im Dezember werde ich sehr viele Verlosungen machen. Und ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, wenn ihr noch nicht unseren Kanal abonniert habt, abonniert ihr uns jetzt und hilft uns, bis zum Ende des Jahres die 10.000 zu knacken. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich würde mich auch natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und